Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich muss mich natürlich direkt entschuldigen, dass jetzt wieder eine Weile keine Videos gekommen sind. Das tut mir ganz doll leid, aber ihr wisst ja, wir sind umgezogen, da fällt immer noch so ein bisschen was an. Aber eigentlich ist alles beim Alten, Fienchen geht super. Wir sind jetzt schon ein bisschen in Vorbereitung auf die kommende Saison. Es steht auch schon ein Reitertag an, auf den freue ich mich schon sehr. Und ich bin euch aber ein kleines Update schuldig. Und zwar haben wir letzten Freitag einen Zuwachs bekommen und den möchte ich euch in diesem Video gerne vorstellen. Bei diesem Zuwachs handelt es sich um kein Pferd, sondern um einen kleinen Hund. Das ist Gilbert. Eigentlich heißt er Quembo vom Eichsfeld. Und ja, wie gesagt, letzten Freitag ist er in unser Leben getreten, beziehungsweise haben wir ihn uns schon vor einigen Wochen angeschaut. Er ist jetzt knapp 10 Wochen alt und ja, wie gesagt, er hat unsere Herzen im Sturm erobert. Er ist ein ganz hübscher, ist ein Cocker Spaniel Welpe und mit einer ganz besonderen Farbe. Den Braunschimmel gibt es ja häufig beim Cocker Spaniel, aber bei Gilbert handelt es sich um die Farbe Braunschimmel mit Loh. Das Loh, falls das jemand nicht kennt, das ist dieses Hellbraun hier in seinem Gesicht. Ja, und es ist ganz braver, ganz lieber und auch schon sehr anhänglich. Und ja, ich bin auch froh, dass wir uns für ihn entschieden haben. Er war damals knapp 2 Wochen alt, als wir uns ihn anschauen durften. Und da haben wir uns auch direkt für ihn entschieden. Es standen noch 2 Welpen aus diesem Wurf zur Verfügung. Die anderen waren schon alle reserviert gewesen. Und wir haben uns dann für Quembo entschieden. Er hat auch ein besonderes Merkmal. Man sieht es aber leider nur, wenn er liegt. Aber wenn er dann liegt, formt sich dieser Fleck hier zu einem Herzchen. Ja, wie gesagt, man sieht es jetzt leider nicht. Aber ich kann euch ja dann gerne mal noch ein Bild einblenden, wo man sieht. Ja, und genau aus diesem Grund hat er auch, wie gesagt, mein Herz im Sturm erobert. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 3-mal gesagt. Aber er lag dann eben so da und da hat sich dann dieses Herzchen gebildet. Und da wusste ich, oh, der Kleine und nicht der andere. Der andere war auch mega süß. Aber ich habe mich dann für diesen Süßen entschieden. Ja, wie gesagt, er ist jetzt 10 Wochen alt. Am 27.12.2019 ist er geboren. Und wie sind wir auf ihn gekommen? Also unser Züchter hatte leider keine Welpen zur Verfügung. Die er hatte, waren schon alle verkauft gewesen. Und die nächsten, das wäre noch zu lang hin gewesen. Und ich habe gesagt, ich würde dann eigentlich gerne jetzt in den nächsten Wochen wieder ein kleines Welpchen haben. Und da hat er mich auf Freunde, also auf befreundete Züchter aufmerksam gemacht, die eben diese wunderschönen Welpen gerade haben. Und die haben wir uns dann auch direkt angeschaut und waren gleich schockverliebt gewesen in diesen kleinen süßen Mann. Er ist, wie gesagt, mega lieb, schon sehr anhänglich, läuft schon toll mit, wenn wir draußen spazieren sind. Und ich bin schon sehr stolz auf den Süßen. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit mit ihm. Und ja, ich denke und hoffe, dass er auch in einem der nächsten Videos mal durchs Bild laufen wird. Ja, und da ist unsere Cora auch nicht mehr so alleine. Ja, Cora interessiert das eigentlich immer nicht so, aber auch in den ersten Tagen war sie ein bisschen beleidigt gewesen, aber schwamm drüber. Jetzt kuscheln sie auch oft zusammen und tja, was gibt's mehr zu erzählen, weiß ich jetzt gar nicht. Wer jetzt mehr über diese süße Maus hier erfahren möchte, beziehungsweise über Cora, der kann gerne mal auf meiner anderen Instagram-Seite vorbeischauen. Die blende ich euch dann hier unten mal ein. Ja, und ich würde jetzt im Anschluss direkt noch ein Video drehen. Ich möchte euch noch was zeigen. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr dem ein Däumchen hoch da lasst. Wenn ihr keine Videos von uns verpassen möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal selbstverständlich kostenlos abonnieren würdet und auf die Glocke tippt, dass ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Bis dahin, ich wünsche euch alles, alles Gute, macht's gut, eure Jenny. Tschüss!